Und da sind wir auch schon wieder zu einer vollfett krassen Aufnahme von Nitro Speed Underground 2. Ich spreche da übrigens gerade mit Absicht so scheiße aus. Nicht, dass der denkt, ich bin echt so dämlich. Jetzt habe ich mich gerade über das Auto im Hintergrund erschreckt. Ich bin natürlich wieder der Boost Sidewinner. Das sieht man noch, der einzige Spacko, der sich ja wirklich in dem Spiel noch erschreckt. Aber diesmal ohne Facecam, weil die habe ich in Flatout kaputt gemacht. So, wir gehen mal wieder zurück in den Explorer-Modus. Mit unserem geilen LX8 da, ey. Geile Kiste. Fisch geil. Habe ich das schon erwähnt? Nö, ne? Oh, hier lang. Hoppala. Warte mal, was stand denn jetzt hier noch an? Hä? Moment. Boah, jede Menge normale... Boah, Gott, okay. Okay. Wir werden noch ordentlich fahren. So, machen wir das erste Rennen von Philipp. Ich muss sogar sagen, dass es wirklich mit der Facecam wirklich angenehmer ist. Oder war noch ein LX8? Und Mustang habe ich gerade noch gesehen. Okay, Doppel-LX8 gegen Doppel-Mustang. Boah. Zweimal Wankelmotor gegen zweimal V8. Komm, lass dich doch nicht in den Bergen besingen von einem Muscle Car. Hallo, was ist denn mit dir los? So. Und dann noch mit so einem Schwabbelwabbel-Spoiler hinten drauf, weißt du? Und so ein Matrix-LED-Grünlichtlicht. Kack da von Opel, weiß nicht, von Popel. Alter, lass das. Geh weg hier. Boah! Wer gesagt, wer das Infovideo nicht gesehen hat, Facecam kommt nie mehr. So. Jetzt haben wir es geklärt. Jetzt können wir uns komplett auf das Spiel hier, Alter, der Mustang geht mir auf den Sack. Ich muss aber sagen, der sieht aber nicer aus als der andere Mustang gegenüber. Jetzt fängt das Spiel schon wieder so an zu lang. Erhaft! Das war knapp. Ja, man kann auch voll übertreiben, so wie ich da zum Beispiel jetzt gemacht habe. Jetzt habt ihr nämlich alle Ohrenschmerzen. Aber dafür ist der Boost ja heutzutage immer da, ne? Nein, natürlich nicht. Jawohl, der muss dann kracht dem Wagen erstmal drauf und der X8 ist sowieso überfordert gerade. RX8. Mann, wir sind aber gerade echt schnell unterwegs hier, ey. Leck mich am Arsch. Ui. Aber echt flott gerade. Muss ich schon sagen, ey. Scheiße. Ah, dieser blöde Van, ey. Oder Truck oder was das war. Wer sind die da noch? Oh Gott. Ich mach mal lieber einen Abgang. So, gewonnen. War mir jetzt gerade ein bisschen zu knapp, Leute. Yay, erstmal Bird. Boah, geil. Beide X8 haben gewonnen und die Mustang sind letzter. So, ihr habt sowieso nichts auf den Bergen zu suchen. 1200 kriegen wir aber Foto und ab zum Explorer-Modus. Die Mustang-Fahrer sollen sich natürlich jetzt nicht angegriffen fühlen. Ich mag Mustang. Oh, eine E-Mail. Spiegel. Mein Gott, ich komme hier kaum zum Reden. Dann machen wir das Rundkurs da noch. Wobei, Rundkurs auf der Umgebung hier habe ich nicht wirklich Bock, weil der immer voll lange ist. Okay, doch nicht. Ja, dann haben wir den nochmal. Den Text, den lese ich jetzt nicht immer vor, weil ich habe das Gefühl, manchmal steht da hinterher nur noch der gleiche. Lexus, eine Celica.
Ein Last Gen Celica. Ein X8 und ein Infinity. Nee, war das jetzt überhaupt? Das sieht aus wie ein Infinity. Ich gehe jetzt mal davon. Ja, ist ein Infinity. Hoppala. Mach mal einen Abgang hier. So, verpiss dich. Verbieseln Sie sich. 3 Runden fahren wir hier im Rundkurs jetzt. Eieieiei. Der Himmel ist gerade passend zu meinem Nitro. Hoppala. Das Schöne ist, wenn der hier anfängt zu driften, dann hast du den immer so gut unter Kontrolle wieder, den RX-8. Hoppala, den haben wir schon echt gut eingestellt, Leute. Der fährt sich... Ups. Ja. Super. Aua. Hört auf damit jetzt. Hallo. Mann. Ich immer den komischen Stehocker-Celica überhole ich hier mal mit seinem komischen Stehocker-Spoiler. Oh Gott. Oh Mann. Da schalten wir erstmal gleich mal zurück. Ich habe ja wieder Automatikgetriebe drin und fahre mit Tastatur, weil mein Joystick hat sich auch verabschiedet. Alter, man verabschiedet sich alles hier. Der Joystick verabschiedet sich. Meine Facecam verabschiedet sich. Amnesia hat sich verabschiedet. Nein, das hat sich jetzt ja nie absichtlich verabschiedet. Vor allen Dingen, welchen Sinn macht das denn jetzt? Auch allgemein so, welchen Sinn macht das denn jetzt, Amnesia zu spielen ohne Facecam? Das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Jetzt wird's aber flott hier, liebe Leute. Mann, hör auf, dein mal gegen zu knallen, wie ein Ping-Pong immer links und rechts rumzufliegen hier, ey. Boah, ich hasse Ping-Pong. Mochte ich noch nie. Entweder machst du Pong oder Ping, aber nicht Ping-Pong, ne? Immer an der Tischtennisplatte gespielt, mit der Hände, der Ping-Pong. Alle im Kreis gelaufen, die Deppen, und dann haben wir Ping-Pong gespielt. Irgendwann ist einer hingefallen und alle sind über den rüber geflogen. Dann war das Spiel Ende. Deswegen heißt das ja auch Ping-Pong. Der Ball ist erstmal gegen das Gitter geflogen, hat's Ping gemacht, der legt sich hin und alle machen Pong. Ach Mann, verdammt, Alter, scheiße. Und es regnet schon wieder. Mensch. So schlecht sind meine Geschichten schon, dass es direkt anfängt zu regnen hier. Uah. Nicht rumflackern hier. Ist gut. Alter, lass mich in Ruhe, wer immer da hinter mir ist. Der Infinity. Ne, Lexus, keine Ahnung. Ich glaube, der Lexus. Nein! Nicht kurz vom Ziel. Der Lexus. Fick dich. Wichs. So ein fickblöder PKW-Ficker da. Mann, jetzt soll ich Pickup vom Leitnetzer sagen. Alles fickfrisch, du Hurensohn. So. Das war meine Wut gegen den jetzt. Der hat unverdient gewonnen, weil ich den Wichser da hinten nicht gesehen habe. Mann, jetzt kommt er wieder mit seinem Gammel-Infinity. Boah, die gehen mir auf den Sack. Können die nicht mal ein bisschen Style haben? Boah. Hau ab, Mann. Krieg noch einen Puls von 180, aber nicht positiv, sondern negativ. Und höre ich da schon wieder im Hintergrund DJ Stein. Meine Fresse, macht aber tolle Musik. Haha, hupala. DJ Stein kannst du dir immer anhören. Ich hab grad gute Laune, man merkt's. Komisch, und Flatout war ich am Ende voll müde gewesen. Alter. Ja. Ja, Sigi, mach ruhig. Peter, ich mach da Düsen für dich. Oh, ja. Alter, ich tick gleich aus hier. Und gleich gehe ich wieder im Tuning-Shop, dann labert mich Rachel wieder voll. Ich weiß das jetzt schon. Okay, die Schnauze von dem Celica gefällt mir eigentlich ganz gut. Außer die Haube, die finde ich albern. Ja, boah. Komm, fick dich hier, ey. Boah. Ruhig, Boost, ruhig.
Deine Wolfshormone gehen wieder mit dir durch die... durch da. Nicht so super. Mann, kann... Ich hasse das, wenn der immer irgendwo in der Kurve auftaucht. Let's Play nun meinen auch. Das haben die Entwickler immer mit Absicht gemacht. Das kann ich auch nachvollziehen. Da hat er echt recht. Egal, wenn ich in eine Ideallinie komme. Jedes... Pass auf, jetzt steht da wieder jemand. Nee, doch nicht. Aber gleich in der nächsten Runde steht da wieder jemand. Damit ich da bloß reinfahre. Weiß ich, Depp da. Mann. Jetzt kommt links gleich wieder einer. Ui, nee, doch nicht. Ui, 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 ui. Ja, jetzt hab ich's gewusst. Jetzt hab ich's gewusst. Ich lass mich doch nicht von dem Spiel zweimal verarschen. Ich riech lecker nach Butter aus der Fresse, weil ich Butter gefressen hab. Ist das nicht toll? Welcher Eierkopf ist denn da wieder hinter mir? Ich glaube, der scheißt Infinity jetzt. Hau doch mal ab, Mann. Russel! Oh Gott, wow. So, und jetzt fahre ich vorsichtig, weil ich ganz genau weiß, wie hier spawnt wieder irgendein Arsch. Ich rutsch. Boah, das war knapp. Alter. Ficken, leck mich. Ja, Ziel sterbe ich auch nochmal. So, ja, ich habe gewonnen. Oh, jo, 1200 kriegen wir über kackverschissenen Pfote, Mann. Boah, so ein beschissenes Kack-Event, ne? Sorry. Ich höre jetzt mal auf. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wie komme ich hier weg, Mann? Ich will hier weg. Lass mich... Nein, vergiss es. Kein Rundkurs mehr. Fick dich hier, ey. Als ob ich noch so, immer so einen Scheiß-Rundkurs mache. Vor allem nicht hier. Wie komme ich denn jetzt dahin? Achso, ja. Ich bin gerade... Ich fahre gerade drauf zu. Deswegen frage ich auch, wie ich da hinkomme. Boah, Mann, ey. Ich sammle gerade ordentlich Nitro für das nächste Rennen am besten direkt. Oh, guck mal, da ist ein Sprint. Das machen wir doch direkt. Ich mag versteckte Sprints. Oh, da dauert aber ganz schön lange, ey. 2200 kriegen wir dafür. Geil. Müssen wir nur gewinnen, halt. Oh, ja. Ein Audi TT sehe ich da, ein Pontiac GTO und schon wieder ein Lexus. Mit grauenhaften Felgen. Und der TT hat nicht mal seine Felgen gewechselt, der Arsch. Alter, das. Alter, wie kommt der GTO eigentlich am Start so gut weg, wenn der Audi nur Allrad hat? V8 Power. Ja, da durchfahren. Clear. Ja. Yeah. Nick. Nee. Jetzt wollte ich gerade wieder das böse Wort sagen. So. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es ab und zu. Ich mach es ab und zu. Hui, Doppelfliegler. Alter, du meine ich das doch nicht. Boah, jetzt haut der GTO da vorne wieder schön ab. Schön, schön, weißt du? Und ich komme da jetzt nicht hinterher, weil wieder der schöne, blöde Kackverkehr da wieder gespawnt ist, Mann, ey. Ja, jetzt kommt der Hongkong-TT mit seinem Hörnchen-Fickfressen-Ding da. Weil, im Grunde, weil der Penner sich keine vernünftige Haube drauf machen konnte. Jetzt kommt da wieder Verkehr. Ruhig bleiben, Boost. Au. Oh, wir holen den GTO wieder ein bisschen auf. Bei den Kurven haben wir ein bisschen mehr zu sagen als der GTO. Ganz klar. Ganz klar, ja. Das war so klar, dass das schon bei Sonnenklar TV zum Gucken gibt. Boah, bin ich nicht der Witzemaster 3000, ich weiß.
Alter, ohne Witz. Ich hau mich hin. Diese Folge ist, hau ich mich. Ich bin furchtbar. Grauenhaft. Ich weiß. Okay, Theo, mach mal bitte einen Fehler. Der wird wieder schneller, der Penner. Au. 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 Nein, es ist gleich vorbei. Alter, ich hasse den Penner, der da unten stand, ne? Jetzt verliere ich schon wieder, Mama. Ja, klar. Ja, danke. Ach nee, das ist der Lexus, der so bescheuert aussieht. Boah, brennt Bernd das Fickbrot in seinem Tunden-GTO, du Wichser, Alter. Ich bin hier nur noch die Events am Neustarten. Erinnert euch, was ich noch in den Folgen gesagt habe? Oh, das Spiel ist total leicht bei schwer, ne? Ne, denkste, behau ab, TT, Mann. Was rutscht du mit deinem scheiß Allrad so raus, ey? Boah. Ach komm, hau ab, Mann, du Blair-Sus aus goldenen, weiß nicht was. Boah, Slow-Mo-Kamera, weil's voll nötig war jetzt. Boah, hau doch mal ab mit deinem komischen Flugzeug-Fick-Ding da. Boah. Komischer Spoiler, geht zu viel, wenn ich den Spoiler sehe. Ja. Sigi. Sigi, mein Freund, Sigi. Hau doch mal ab, du Blären. Boah, jetzt kommt wieder der Flügel-GTO da, ey. Leck mich am Arschfett hier, ey. Am Arschfett, ja, Arschfett. Kennt ihr das nicht? Ja. Wieso kommst du jetzt so angeheizt, Mann? Du warst voll weit außen in der Kurve. Boah, jetzt ist der wieder vor mir. Ach, leck mich doch, da kann ich halt nochmal. So. Das noch eine Runde drehen. Und in den TT rein. Doppeltrottel im Terroristentown. Oh Gott, boah. Und ich hab wieder voll. Oh Gott, jetzt sind die alle auf einen Haufen. Jetzt haben wir ganz viel Spaß, Leute. Oh Gott, der GTO, der geht mir so um den Sack. Halt mir noch mehr um den Sack, geht dieser blöde Verkehr hier, weil der immer in meiner Fresse rumspawnt. Wenn ich nicht sehe. Das klang gerade sehr komisch vom LX8. Der wollte auch ein bisschen mitreden. Versuchen mitzureden, aber kann er nicht, weil er ein Auto ist. Der ist ja da schon wieder hinter. Alter, dieser. Der nervt. Hau ab, Mann! Was ist denn das überhaupt für eine Haube, was da drauf war? Das ist irgendwie, weiß ich nicht, der Kunststoff-Dragster von Kalifornien oder was? Jetzt hau doch mal ab hier. Lass mich jetzt in Ruhe gewinnen. Komm, ich will die 2000 haben, du Affe. Und was hab ich denn jetzt für ein Geräusch gemacht? Alter, ich weiß nicht, ob ich das gerade in meinem. Ich muss gleich mal gucken, ob ich das in der Aufnahme hatte. Ey, wir haben gewonnen. Total fair auch noch. 2200 kriegen wir Overpote und ab geht's nach draußen. Und eine E-Mail. ECU. Uiuiui. Ein neues Steuergerät. Oh ja, ein Drift-Event. Das gibt ja wieder was zu lachen. Warte mal. Wie, vom Christian. Eieieiei. Wie lange haben wir denn noch? Ach, du liebe Zeit. Ich sehe gerade was, Leute. Nämlich, dass die Folge heute jetzt schon vorbei ist. Wir werden mal das Driftrennen machen. Das Downhill-Driftrennen. Das seht ihr erst in der nächsten Folge von Need for Speed Underground. Ich hoffe, die Folge hat Spaß gemacht. Könnt ihr mir mal einen Kommentar oder ein Like da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich sag jetzt mal, ciao mit Wow.